aber diesmal bekommt ihr es auch mit aus der Ostermann Arena in Leverkusen zum letzten Hauptrundenspiel der Saison 23/24 und an meiner Seite wie üblich Chris Kwiatkowski. Guten Abend zusammen, danke Henrik für die nette Begrüßung. Ja, jetzt sind wir hier in der Halle und zum ersten Mal seit langer Zeit, seit nämlich letztem Jahr, ist es so, dass wir mit einer Niederlage in dieses neue Spiel reinkommen. Es war ein bisschen überraschend, so ehrlich müssen wir sein, aber auch nicht unverdient. Nachdem diese Serie jetzt gerissen ist, was nimmt man mit aus diesem letzten Auswärtsspiel? Ja, auf jeden Fall, dass du jeden Gegner ernst nehmen musst. Ich meine, Hansi wird das den Jungs sowieso jeden Spieltag einbläuen, aber ich glaube, das war nochmal genau zum richtigen Zeitpunkt dieser ja, Schärfesinn, jetzt darauf achten, keinen Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen und den besten Basketball zu spielen, den du in den Knochen hast, den du zu bieten hast. Auch wenn es nämlich das letzte Hauptrundenspiel ist und die meisten Playoff-Plätze auch schon vergeben sind. Für beide Mannschaften geht es heute um gar nicht so wenig. Für die eine Mannschaft, das sind nämlich die Gäste, geht es sogar noch um diesen letzten Playoff-Platz. Wenn Lok Brno heute gewinnt, sind sie drin. Mehr Anspruch an sich selbst kann man eigentlich nicht haben. Richtig, deswegen werden die Giants heute auch vom ersten Sekunde an Gas geben müssen, alleine mit dem Fakt, weil die Giants ja auch gewinnen müssen, um Erster zu werden, wenn sie nicht auf Schützenhilfe angewiesen sein sollen von Riskwedel gegen Köln. Also wird es ein gutes Spiel, lieber so, als wenn es hier nur um die goldenen Ananas gehen würde. Ja, und ist auch auf jeden Fall ein guter Test im Hinblick auf die kommende Woche, wenn die Playoffs starten. Ja, es wird also mit Schärfe die Saison zu Ende gespielt, dann geht es mit Schärfe in die Playoffs rein. Wir schauen mal für euch drauf, was so die Grundfaktoren und vielleicht die wichtigsten Faktoren an diesem Abend sein werden. Wir haben wieder mal drei wichtige Punkte zusammengesammelt. Das fängt wie immer eigentlich an mit dem Keyplayer des Spiels. Auf Seite der Bayer Giants Leverkusen strich da für mich noch mal mehr Trey McBride hervor. Letzte Woche wieder der Topscorer gewesen, Player of the Game auch von den Fans gewählt. Und ihm fehlte so ein bisschen Hilfe, aber trotzdem muss er eigentlich genau da heute weitermachen, um die anderen Jungs auch wieder mit reinzuziehen. Ja, richtig. Trey McBride hat ein super Spiel gemacht, 26 Punkte gescored und zur ersten Halbzeit hatten auch CJ Oldham und Cadre Lawless 12 Punkte. Das war schon eigentlich sehr, sehr gut. Du hattest drei Scoring-Optionen, aber die anderen beiden sind dann leider rübergefallen. Trey hat gut getroffen, aber wie du schon passenderweise gesagt hast, die Unterstützung war an diesem Abend leider nicht gegeben. Auf der Gegenseite ist der Keyplayer der gesamten Saison eigentlich bei Lok Brno, Elias Rapik. Aber heute ist er einer der Keyplayer, ohne dass er da ist, denn Lok Brno ist ohne Elias Rapik angereist und auch ohne Linus Ruf. Jetzt, wenn wir jetzt gerade mal Rapik ansehen und seine Zahlen, dass er eigentlich das größte Talent ist, was da unten mit rumläuft, das ist ja nicht überraschend. Auch bei Alba schon viel im Programm gewesen, NBBL-Champion geworden. Wie krass verändert sich das Spiel für Brno ohne seine Anwesenheit? Ja, auf jeden Fall krass, weil Brno braucht jetzt neue Angriffsoptionen. Es müssen Leute Verantwortung übernehmen. Ja, und dieser Verantwortung, die sehe ich jetzt erstmal beim US-Guard der Mannschaft, Ronnie Rousseau und Akeem Jamal Yona, auch ein sehr, sehr, sehr erfahrener Spieler, der schon Pro-A-Erfahrung hat. Er wird auch auf jeden Fall versuchen müssen, mit seiner Physis gegen die Bayer-Brettspieler anzukommen. Wenn wir uns mal die X-Faktoren angucken auf beiden Seiten, da sticht bei den Giants vor allem vor, dass die ersten Viertel bei den Heimspielen häufig schwierig war. Jetzt kommt hier ein Gegner, der richtig angezündet sein wird, weil er weiß, dass es seine letzte Chance ist. Also geht es eigentlich schon darum, das erste Viertel zu gewinnen, um diese Partie möglichst früh auch in die eigene Tasche zu stecken? Ja, also das erste Viertel war in den letzten Heimspielen immer das kleine Problem bei den Giants. Wenn du jetzt wirklich mit erhobenen Hauptes hier rausgehst, direkt ein richtig gutes erstes Viertel abfackelst, dann ist auf jeden Fall der Start gemacht und es ist einfacher für die Giants, sich in das Spiel zu kämpfen. Auf der Gegenseite, Lok Brno spielt viel unterm Korb, spielt viel in, wirft von außen nicht besonders konstant, hat gleichzeitig aber natürlich ein extrem junges, athletisches und auch großes Team. Und das ist tatsächlich in der Defense eine der Schwächen der Giants. Wie stark, glaubst du, wird Lok Brno heute Inside spielen? Sie werden versuchen, viel Inside zu spielen. Und ich glaube, dass es genau die richtige Sache jetzt für die Giants vor den Playoffs ist, dass sie nochmal gefordert werden. Hansi hat unter der Woche gesagt, sie müssen den Defensiv-Rebound dominieren.
Man hat zu viele offensive Bretter dem Gegner zugelassen. Und das muss Bayer unbedingt abstellen. Also ja, dadurch, dass man mit Jona einen sehr, 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 sehr guten Center hat, wird es nicht einfach werden für die Giants heute. Und wie die Giants in diese Arena kommen, das können wir uns jetzt einmal zugute. Ja, richtig. Marco war zumindest heute schon vor dem Spiel in der Halle, hat Individualtraining gemacht. Bei Manny Brach ist es, glaube ich, eine Vorsichtsmaßnahme im Hinblick auf die Playoffs. Der Vorteil ist, jetzt hat man mit Jonas Gottschalk einen großen Spieler von 2,18 Meter, der heute spielen wird. Carly Nieter, ein sehr talentierter junger Guard, hat für die U20-Nationalmannschaft der Rumänen gespielt in diesem Sommer. Und es bietet auch Lennart Ditera die Möglichkeit, mehr Spielzeit zu bekommen, der ja in dieser Saison eine sehr gute Figur gemacht hat.
Ja, die Nachwuchskräfte natürlich einerseits bei der zweiten Mannschaft lange eingespannt gewesen. Dadurch, dass die Saison jetzt gegessen ist und der Klassenerhalt fix gemacht wurde, haben die Jungs natürlich einerseits noch deutlich mehr Energiereserven und bekommen jetzt dann eben in der Rotation auch die Gelegenheit, sich selbst nochmal zu präsentieren. Ist das unter den Umständen, dass der Druck schon noch hoch ist, eher ein Gewinn oder vielleicht sogar ein bisschen zu viel des Guten für die Jungs? Ja, es ist eine gute Frage, weil ich glaube erstmal, es ist ja nur eine Liga zwischen den beiden Mannschaften. Also die Jungs wissen schon auf einem relativ hohen Wettbewerbslevel zu spielen, zu performen. Es ist eine Bereicherung, also da zahlt sich vor allem aus, dass Bayer halt die Zweitvertretung in der ersten Regionalliga West hat. Und ja, dadurch, dass einige Jungs sowieso immer im Training dabei sind, wissen sie genau, wie Hansi spielen will, wie die Jungs spielen. Also es ist eine Bereicherung. So, anderthalb Minuten sind es noch, bis es dann ins Spiel geht. Das heißt, gibt uns die Gelegenheit, nochmal kurz einen Werbespot zu schalten. Und dann sind wir live für euch drauf zwischen den Bayer Giants Leverkusen und Lok Bernau. Alles bereit also für diesen Basketballabend. Wir werfen einen Blick auf die Starting Fives der beiden Teams. Bei den Giants eben verletzungsbedingt eine kleine Rotation. Kevin Oldham Jr. mit Trey McBride. Wie gewohnt, Q Lollis weiterhin auch Teil der Starting Five. Litschel Großkopf startet heute an der Seite von Sören Aiko Urbanski. Glaubst du auch, Litschel wird ein paar Minuten mehr sehen heute als vielleicht zuletzt noch? Ja, also Latrell hat ja letzte Woche so ein bisschen Probleme gehabt, in Itzehoe sich zu zeigen. Aber sonst hat er ja bisher gute Endphase der Saison gehabt. Ja, ich bin gespannt. Also er hat sich das auf jeden Fall verdient, diese Chance direkt zu starten. Und auf der Gegenseite bei Lok Bernau beginnt die Mannschaft von Davide Bottinelli mit Clint Hamann, Emilio Banic, Akin Jamal Jonah, Jakob Mampuya und Ronald Russo. Also wir haben es schon angesprochen, Elias Rapik und Linus Ruf beide nicht dabei. Macht es für Lok Bernau natürlich umso schwerer. Aber das Hinspiel hat auch schon gezeigt, dass das zwei Teams sind, die auf Augenhöhe agieren können. Ja, auf jeden Fall. Dass Lok Bernau im Endeffekt doch so weit unten gelandet ist, in Anführungszeichen, ist schon eine große Überraschung. Vor der Saison hatten viele Experten Lok Bernau so auf Platz 3 bis 5, 3 bis 6, also auf jeden Fall im oberen Bereich der Playoffs. Ja, spricht für die Giants, die am Ende die Konstanz hatten, oben zu bleiben, ihrem Favoritenstatus gerecht geworden sind. Und ja, jetzt kann Lok Bernau natürlich die Saison noch am letzten Spieltag zum Guten wenden. Teams sind bereit, Lok Bernau komplett in Gelb. Bayer Giants Leverkusen, wie gewohnt, in ihren schwarzen Trikots mit roten Akzenten. Schiedsrichter gespannt, ebenfalls bereit, und dann geht's los mit dem Schwungball zum letzten Spieltag, den die Giants mit etwas Glück gewinnen und damit auch den ersten Ballbesitz in den eigenen Händen haben. Oldham. Ball geht erstmal raus auf Lollis, der den Low-Post bekommt, wird dann aber gedoppelt. Versucht das Anspiel unter Korb, aber da ist zu viel Betrieb. Trey liest den Tempo-Gegenstoß. Erster Zug zum Korb. Und da wollte Trey direkt da weitermachen, wo er beim letzten Heimspiel aufgehört hat. Nah am Highlight jetzt, direkt am Anfang. Erster Dreier. Der Jungs aus der Ecke der Hauptstadt, nicht erfolgreich. Die Giants wollen das erste Mal aufs Board. Gutes Anspiel für Trey McBride, der nimmt Urbanski unterm Korb mit. Jetzt der Low Post. Viel Arbeit, Hackwurf, ersten zwei Punkte an diesem Abend durch Sören Aiko Urbanski. Ja, Urbanski hat ja schon im Hinspiel einen wirklich guten Job gemacht. Ich glaube, 20 Punkte gemacht oder in der 20 bis 22 Punkte, hat einen richtig guten Job gemacht.
Und ja, der Start spricht für ihn. Urbanski sich auch immer besser in die Saison reingearbeitet, wenn man auch mal vergleicht. Das hatten wir auch beim letzten Spiel schon angesprochen, in welcher körperlichen Verfassung der jetzt ist. Zum Start der Saison, da hat sich einiges getan. Der Mann hat viel gearbeitet, viel Zeit auch im Kraftraum verbracht. Und die Lorbeeren will er mit den Giants in den Playoffs pflücken. Das ist der Step-Through und das Foul natürlich am Boden, weil kein Wurfversuch. Foul geht gegen Jakob Mampuja. Ja, und mit den ersten Minuten begrüßen wir natürlich auch nochmal alle Fans von Lok Bernau, die heute hier eingeschaltet haben für diese Partie am Samstagabend. Wir freuen uns natürlich auch über euer Feedback. Foulspiel jetzt unterm Korb von CJ Oldham. Für mich eine klare Sache. Etwas sehr viel gearbeitet. Ja, da war viel Armarbeit bei. Der Call geht in Ordnung. Also der ein oder andere hat schon vorgemacht. Gerne den YouTube-Chat nutzen und Meinungen, Hinweise, Feedback dalassen. Und ansonsten natürlich auch gerne den Kanal der Bayer Giants abonnieren, die Glocke aktivieren und kein Spiel und kein Video der Giganten vom Rhein verpassen. Ja, das ist ein Schrittfehler. Da hat Urbanski eine gute Verteidigungsposition. Ah, er bleibt stehen, hebt nur die Arme. Also gut gemacht. Schränkt den Radius natürlich dann auch ein vom Offensivspieler. Trey McBride. Wie üblich zu Beginn der Partie mit viel Ballbewegung. Großkopf mit dem Drive. Foul am Boden. Bewegung ging etwas zu stark in den Offensivspieler rein. Wie hast du die Stimmung so um die Mannschaft und um den Verein in der letzten Woche wahrgenommen? Wie ernst hat man das genommen, dass diese Serie gerissen ist? Ist das wirklich ein großes Problem gewesen oder eher ein Randaspekt? Ja, ich glaube, Hansi hat das schon ernst genommen, so was auch sein Statement im Spielbericht angeht etc. Er wusste schon, dass das eine Niederlage ist, die eigentlich unnötig war. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, du führst mit 15 Punkten, verlierst dann gegen ein Team, was eigentlich im Tabellenkeller ist, was gegen den Abstieg spielt. Also ja, es war ein wichtiger Weckruf zur richtigen Zeit und doch, ich glaube schon, das hat man ernst genommen, und aber die Stimmung scheint trotzdem gut zu sein. Wieder Urbanski im Low Post nach dem erfolgreichen Dreier von Rousseau. Kann er nicht nachlegen. Ronnie Rousseau kriegt den Ball sofort wieder. Der kleine, aber flinke Guard. Oh, das war ein Foul, ja. Der Kontakt deutlich sichtbar. Ja, ich glaube, da brauchen wir nicht diskutieren. Hat den Arm früh gesucht in der Wurfbewegung. Deswegen klare Sache. Drei Freiwürfe für die Gäste von Lok Bernau. Ja, für die Liga war diese Niederlage natürlich ebenfalls überraschend, aber vor allem auch sehr richtungsweisend, weil damit auch gleichzeitig im Tabellenkeller einige Entscheidungen getroffen wurden. Also der ein oder andere wird sich da nicht besonders gefreut haben, dass die Giants ausgerechnet gegen Itzehoe dann Punkte liegen lassen und schlussendlich dann auch den Abstieg von mehreren Teams quasi besiegelt haben. Interessant ist auch, dass beide Staffeln die Absteiger jetzt feststehen. Im Norden Herford, im Büren, im Süden Schwenningen und Breitengüßbach. Also es geht im Tabellenkeller um nichts mehr am letzten Spieltag. Ja, und es sah auch lange so aus, als würde dieser Abstiegskampf sich auf 5, vielleicht sogar 6 Teams beziehen. Und am Ende hat es dann über die letzten 3 Wochen eigentlich kaum mehr Veränderungen gegeben, weil kein Team da unten wirklich rauskommen konnte. Ähnlich sah es eigentlich lange an der Tabellenspitze aus, durch die Siegesserie der Giants, aber auch die erneute Siegesserie der Rheinstars Köln. Einzig heute könnte es dann nochmal eine Veränderung geben. Trey McBride von der Linie erfolgreich. Offensiv relativ verhaltener Beginn von beiden Teams.
Beide Freiwürfe gut, 4-6 nach den ersten 3,5 Minuten. Wieder Rousseau. Kick-out-Pass und der nächste Dreier wieder zu kurz. Der Dreier, wie angesprochen, eigentlich nicht die Stärke von Lok Bernau. Viert schlechteste Dreierquote in dieser Saison. Deutlich unter 30% werfen die Jungs von außen. Ah, den holt sich Q! Ah, hatte was von heiße Kartoffel, der Ball. Ja. Nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Ich bin auch so ein bisschen zögerlich. Die Entscheidung kam sehr schnell, aber auf den ersten Blick hätte ich fast gesagt, dass das ein cleaner Block war. War auf jeden Fall knapp am Glas. Ärgerlich für Bernau, der Kopf zählt natürlich. Gute Moves, aber auch gute Helpside-Defense. Nächster Kickout. 4 Sekunden noch, Wurf muss kommen. Aber wieder bleibt er am Ring kleben. Ja, die Wurfform vom Jakob Mampuja ist gar nicht so einfach zu verteidigen. Und dann ist es ein selten dämlicher Turnover, weil Trey Großkopf da die Hände nicht vom Ball wegnimmt. Wieder Rousseau legt sich alle zurecht, nimmt sich den Dreier und den macht er. Ronnie Rousseau zählt allerdings für 2. Sieht man in der Wiederholung noch mal gut. Trotzdem schon seine Punkte 5 und 6 an diesem Abend. Oh, starke Bewegung. Und dann hat Sören ein bisschen Pech. Oh, ich dachte zuerst, die Waves 5 and Travel. Es sah nah, oder er war nah dran, der Sören, dass da ein Ballverlust entsteht. Aber filigrane Beinarbeit und jetzt hat Latrell seinen Gegenspieler da ein bisschen erwischt. Und dann wird auch erstmal nach einer kurzen Behandlung gerufen. In der Seitenlinie stehen schon die ersten Wechsel parat. Hübner und Stoll werden für die Giants kommen. Ja, Marius Stoll ist so der Spieler hopp oder top. Ja, also letzte Woche Effektivität -6, keinen guten Tag gehabt. Davor die Woche, wir können uns beide ja noch gut daran erinnern, wie er hier 5 oder 6 Dreier durch die Reuse knallt. Also es gibt bei ihm nur entweder oder, hat man das Gefühl. Ja, was mir in der Bewertung da manchmal ein bisschen zu kurz kommt, ist tatsächlich der Fakt, dass seine Rolle natürlich auch sehr anfällig dafür ist. Ein Guard, der primär immer den Pass suchen soll, aber wenn, dann vor allem den Dreier nehmen soll. Wenn du dann also einen Abend hast, von außen nicht wirklich was fallen will, dann sieht es immer ein bisschen dünn aus auf dem Statistikbogen. Gleichzeitig ist er so enorm wichtig, auch in seiner defensiven Präsenz. Und der Zug vom Korb, der sorgt natürlich auch immer für Bewegungen in der gegnerischen Verteidigung. So, lehnt den Pick ab, geht wieder ins 1 gegen 1, macht das alles alleine. Das ist dann vielleicht ein bisschen zu viel. Marius, Zug zum Korb, geht hoch. Ah, der Ball war, glaube ich, schon vorher an der Korbanlage, glaube ich. Wirkt alles noch ein bisschen zusammenhanglos an diesem Abend von beiden Teams, aber wenige wirklich gut durchgespielte Plays bislang. Ja, beide Teams versuchen es mit Einzelaktionen. Ja, die Spieler versuchen jeweils mit ihrer Athletik ihren Vorteil auszuspielen. Sei das Rousseau eben mit dem Zug zum Korb oder jetzt gerade Marius per Layup. Mit dem Drive und auch wow. Dem Hakenwurf. Der ist gut. Schöne Bewegung. Hakim Jamal Yona mit seinen ersten beiden Punkten an diesem Abend. Pass raus auf Damen. Trey McBride
wieder den Mann mit der Nummer 7 mit. Und jetzt trifft seinen ersten Wurf. Wichtig für Josh, dass er jetzt mal hier einen Wurf trifft. Schwieriges Jahr auch für ihn, was die Minuten betrifft. Ganz neue Rolle. Nächster Fehlwurf, nächster Rebound für die Giants. Und Marius Stoll mit dem Ballvortrag nimmt Kevin Strangmeier mit. Der ist zu hoch angesetzt. Diesmal geht der Foul Call gegen Jonah. Harter Call, auch ehrlich gesagt. Der Arm geht zwar ein bisschen raus, aber er hat natürlich auch ein klares Mismatch. Ist in der Tat ein 50-50-5. Der kann so gehen oder anders. Und die Waves haben sich jetzt in der Szene gegen Bernau entschieden. Stoll wieder in einer guten Bewegung mit einem guten Kickout auf Josh Stamen. Der Wurf sah nicht schlecht aus und auch gut rausgespielt. Josh Stamen, einer der wenigen Spieler, der bisher eine relativ schwierige Saison hatte. Auch geplagt durch Erkrankung zwischendurch. Jetzt will kein Wurf fallen und dann gibt es den Call gegen Kevin Strangmeier. Ja, der Push war da. Push war da und der Pfiff geht auch in Ordnung. Philipp Schwarz jetzt auf dem Parkett und auch direkt mit dem Ballvortrag. Verdribbelt sich fast, nimmt dann aber nochmal Meo Martin mit. Kevin wirft alles rein, was er hat. Er nimmt volles Risiko und belohnt sich zumindest dadurch, dass es keine Treffer gibt. Hat Martin sich auf jeden Fall komplett freigelaufen. Freiwürfe sind gut. Ich glaube, offensiv haben wir schon bessere Viertel gesehen. 8-12 nach knapp 8 Minuten. Richtig schön ist es noch nicht bisher. Ja, beim letzten Heimspiel war es aber, was die Viertel angeht, ehrlich. Da gab es punktereiche Viertel, da gab es auch sehr, sehr dünne Viertel. Weil irgendwie keiner sich so richtig heiß werfen konnte. Auch bislang sieht es ähnlich aus. Auf dem Parkett jetzt auch Lenny Lietera. Bekommt viel den Ball jetzt. Marius Stoll für 3. Und da findet er ein bisschen die Flamme in sich. Lock mit dem Schrittfehler. Ist auch eine richtige Entscheidung. Ein Fehler, den man dann gerne immer aufs Alter schieben kann. Weiter geht's auf der Gegenseite. Hübner versucht das Anspiel auf Litera, schafft er nicht. Missverständnis zwischen den beiden. Der Cut war eigentlich die richtige Entscheidung. Ja. Bernau versucht es wieder ein bisschen mehr in der Zone. Gute Arbeit unterm Korb und guter Turnaround
von Hakim Jamal. Jonah. Ah, Jonah müssen sie heute in den Griff bekommen. Sonst wird es ein langer Abend für Kevin Sören unterm Korb. Da ist dann tatsächlich die Frage, ob man da dann nicht mal Jonas Gottschalk die Gelegenheit gibt, seine Größe ein bisschen auszuspielen. Klares Foul jetzt im Angriff und da ist Philipp Sebastian Schwarz ein bisschen unsanft aufs Parkett gefallen. War auch ein bisschen too much in der Offensivaktion von Damen gerade. Wollte das ein bisschen erzwingen. Kommentare bezüglich der Farbgebung im Bild haben wir auf jeden Fall wahrgenommen. Wir schauen uns das in Ruhe nochmal an, ob wir da mit der Blende was machen müssen. Ansonsten kann ich euch auf jeden Fall sagen, dass es auch ein bisschen mit den Lichtverhältnissen der Halle zusammenhängt. Aber wir bemühen uns natürlich, da nochmal nach einer Lösung zu schauen, während Philipp Schwarz seinen ersten Freiwurf trifft. 15:11 jetzt. Wir haben über das erste Viertel gesprochen und Lok Bernau ist drauf und dran, genau dieses für sich zu entscheiden. Zweiter Freiwurf ebenfalls gut. Und jetzt kommt dann Jonas Gottschalk zu seinen ersten Pro-B-Minuten in dieser Saison tatsächlich. Und direkt ersichtlich, dass die Giants deutlich an Größe gewinnen. Eine interessante Personalie, hat schon für Köln in der Pro-A gespielt. Jetzt in der Regio 13 Punkte, 9 Rebounds im Schnitt für die zweite Mannschaft in der ersten Regio West. Guter Zug zum Korb, Marius Scholl. Unnachahmlich und erfolgreich. Jonas Gottschalk, 25 Jahre alt. Mit seinen 2,18 Meter tatsächlich auch relativ alleinstehend in dieser Liga. Also in der Größenordnung gibt es nicht so viele Pro-B-Basketballer. Ja, vor allem Dennis Heinzmann ist 2,16 Meter. Also er legt da nochmal 2 Zentimeter drauf. Wirklich einer der wenigen, der mit Dennis auf Augenhöhe ist. Der Wurf ist nicht gut. Und Lennys Nachwurf ebenfalls nicht. Und damit endet dieses etwas ereignisarme erste Viertel mit 13:16 für die Gäste, die aber trotzdem bislang einen ordentlichen Auftritt hier zeigen. Ja, irgendwie müssen wir uns immer wiederholen nach dem ersten Viertel. Die Gäste machen es immer sehr, sehr ordentlich. Und die Giants nehmen sich immer sehr, sehr viel vor. Aber irgendwie will das noch nicht so ganz funktionieren. Aber an sich macht es Bernau wirklich sehr, sehr gut. Sie verteidigen sehr intensiv und versuchen den Bayer Giants nur schwere Würfe zu ermöglichen. Und das funktioniert aktuell. Wir beschäftigen uns natürlich auch bei aller Wichtigkeit mit dem heutigen Spiel natürlich schon mit dem, wo es dann um nicht nur die Wurst, sondern den ganzen Grill geht. 5 Euro ins Phrasenschwein. Die Playoffs stehen vor der Tür und so langsam, wir haben es angesprochen, die Playoff-Plätze werden etwas rarer. Also nicht nur in der Nordstaffel, auch in der Südstaffel hat sich alles schon ein bisschen zementiert. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht ganz klar, natürlich auch dadurch, ob man noch nicht weiß, ob die Giants als Erster oder Zweiter die Hauptrunde abschließen, gegen wen man dann treffen könnte. Auf den ersten Blick fällt aber direkt auf, wenn es ganz sparsam läuft, könnte es direkt gegen die Zweitvertretung des FC Bayern gehen. Ja, Zweitvertretungen sind ja immer so eine Geschichte. Du weißt nie, wer dabei ist. Ja, also es ist immer eine Überraschung. Aber mit Ivan Katschenko, der somit ja, das Talent ist in Deutschland, mit 17 Jahren in der Pro B überragend aufspielt, ja, es wäre schon unangenehm. Und eine Best-of-Three-Serie musst du hellwach sein. Die Tagesform ist da super entscheidend. Du kannst nicht wie in der Pro A oder in der BBL mal ein Spiel verschlafen. Also ja, Zweitvertretungen allgemein finde ich sehr schwierig. Ja, da ist natürlich dann das Thema Heimrecht nochmal ein deutlich größerer Punkt, auf den man achten muss, weswegen das heutige Spiel auch so wichtig ist. Wenn du dann eben nach München reist, aber gegen eine Zweitvertretung vor schmalem Publikum spielst und weißt, dass du wahrscheinlich auch auf den einen oder anderen Anhänger aus Leverkusen zählen kannst.
Und dann kommst du wieder zurück in die Ostermann Arena und spielst hier wieder vor 1400 bis 1500 Leuten. Dann kann es richtig gut laufen. Und richtig gut läuft es auch für Akeem Jamal Jonah, der sogar über die 2,18 Meter plus Armspannweite von Jonas Gottschalk drüber wirft. Seine nächsten zwei Punkte macht. Jetzt ist Gottschalk mal unterm Korb. Und schöne Aktion. Stopft ihn rein. Für ihn ein kleiner Hüpfer. Zwei Punkte wandern auf sein Konto. Jonah für drei. Und auch hier wieder ein Missverständnis. Großkopf und Gottschalk wollen beide zum Rebound, treffen den Ball nicht richtig und geben damit die Kugel wieder her. Bernau also mit der Möglichkeit, die Führung wieder auszubauen. Schwarz versucht es an Gottschalk vorbei, der dann das Foul zieht. McBride und Q zurück auf dem Parkett. Josh Dahm und Lenny Litera setzen sich erstmal wieder auf die Bank. Und dann gibt es noch den freien Wurf von der Linie für Philipp Schwarz. Auch der ist gut. Und damit steht die Führung bei 5 Punkten. Trey McBride mit dem Vorwärtsgang. Muss vielleicht mal die Offensive in seine Hand nehmen. Das macht er auch. Schöne Bewegung. Guter Eurostep, guter Zug mit den Armen und dann ist das kaum zu verteidigen, egal für welchen Verteidiger. Ja, da hat er das Ballhandling, die Athletik für. Wieder kriegt Jonah den Ball unter Korb, wieder ist es der Hakenwurf und wieder sind es 2 Punkte für Bernau. Da wird auch Hansi langsam an der Seitenlinie ein bisschen unruhig, aber Akeem Jamal Jonah macht genau das, wofür aufgestellt wird. Guter Stil von Schwarz. Hat er kurz überlegt, noch mehr draus zu machen, aber am Ende ist es dann der Layup. Ah, ich dachte, Hansi reagiert jetzt mit der Auszeit. Aber er lässt die Jungs erstmal laufen. Großkopf. Und dann das Offensivfoul gegen Stoll. Am Anfang hatte ich das Gefühl, dass jeder Call für die Giants ausgeht. Jetzt gerade dreht sich das wieder ein bisschen in die andere Richtung. Ich möchte Hansi auch noch mal kurz sich darüber unterhalten, ob das denn alles so logisch und sinnvoll war. Die Entscheidung steht natürlich. Ball wieder im Spiel. Zurück im Spiel auch Ronnie Russo. Der sich an der Dreierlinie schon in Position begibt. Aber Jonah kriegt wieder den Ball und hat ein Mismatch über Gottschalk. Der ist etwas zu hoch, aber das ist der Offensiv-Rebound. Und dann verschenkt Emilio Banic die leichten Punkte. Das ist natürlich jetzt der Vorteil, wenn du Jonas Gottschalk in der Defense hast. Er verändert den Wurf, er verändert das Spiel mit seiner Größe, mit seinen Möglichkeiten, einen Wurf zu blocken. Aber er braucht auch erstmal Zeit, um sich hier auf dem Level zurechtzufinden. Rotation wird wieder ein bisschen kleiner. Oldham und Urbanski zurück. Urbanski kriegt auch den Ball und nimmt McBride mit für 3. Und der ist gut. Wichtiger Treffer jetzt auch, um dran zu bleiben und die Führung für Bernau nicht zu groß werden zu lassen. Die auch weiterhin
Spiel mit ihrem Inside-Game arbeiten. Diesmal ist es der Dreier und der geht direkt wieder daneben. McBride aus dem Pull-Up. Ah, es war ein bisschen too much jetzt. Klar, wenn er trifft vorher, kann er den nehmen. Dann ist es ein Heat-Check. Das sieht Rousseau sehr ambitioniert und kriegt nicht den Pfiff. Marius zieht ebenfalls und dann verpasst er den Moment des Abspiels. Und die Giants ziehen ihre Presse nicht so richtig durch. Nächster Dreier. Und der ist deutlich besser. Emilio Banic mit dem Distanzwurf und die Führung steht wieder bei 7 Punkten für Lok Brno. Jetzt kommt die Auszeit, allerdings von Lok. Interessante Entscheidung auf jeden Fall. Aber gibt uns natürlich auch die Gelegenheit, auch mal wieder ein bisschen durchzuschnaufen und uns noch mal ein bisschen damit zu beschäftigen, was denn in der Liga sonst so los ist. Wir haben drüber gesprochen, die Playoffs kurz vor Beginn. Heute wird ja noch fleißig gespielt in fast allen Hallen. Ein paar Kilometer weiter den Rhein hinauf geht es ja auch im Topspiel, würde ich fast sagen, an diesem Wochenende zwischen Köln und Wedel noch heiß her. Wedel, die natürlich auch noch ein bisschen schauen wollen, dass sie möglichst mit einem Erfolgserlebnis in die Playoffs einziehen. Machen das aktuell auch nicht schlecht. Da führen die Kölner allerdings ihrerseits mit 27 zu 21. Ja, für Bernau läuft es im Moment auch ganz gut. Die Sixers liegen zurück. Stahnsdorf liegt zurück. Also es wird wohl bis zum Ende hin eng werden. Und die beiden Absteiger spielen auch in der Nordstaffel gegeneinander. Ja, mit dem jetzigen Playoff-Baum würden die Giants natürlich an 1 gesetzt reingehen. Bernau würde an 8 auf die Dragons Rhöndorf treffen. Auch ein Gegner, den man sich vielleicht nicht unbedingt aussuchen würde, wenn man die freie Wahl hätte. Nächster Distanzwurf und nächster Backstein. Weiterhin sehr low scoring, 27 zu 20, 47 Punkte in den ersten anderthalb Vierteln. Wow, ja. Ja, es läuft gut für die Gäste heute. Und wie an der Schnur gezogen, der nächste Wurf von Ronnie Rousseau. Und Calvin Nitta mittlerweile auch auf dem Parkett. Der seinerseits den Schrittfehler fabriziert und damit den Ball wieder abgibt. Und man merkt auch ein bisschen in der Halle, dass so diese ersten anderthalb Viertel ein bisschen die Energie gezogen haben. Ja, es ist sehr, sehr ruhig. Und Support ist im Moment noch nicht so wirklich da. Und so leer ist es jetzt auch nicht heute. Alle wieder gut gefüllt, deutlich über 1300 Leute auch wieder da. Sie suchen jetzt wirklich viel Trey McBride, aber Kalinita jetzt zu 3. Und der Youngster trifft den Distanzwurf. Wichtiger Treffer für ihn, wichtiger Treffer für die Giants. Ja, Kalinita ist ja so der Leistungsträger der MBBL, die jetzt wirklich eine sehr gute Chance haben, auch ins Top 4 einzuziehen gegen Oldenburg. Das wäre tatsächlich ein Novum, die Giants mit ihrem NBBL-Team noch nie im Top 4 gewesen.
Einzig die JBL-Mannschaft hat das Top 4 nicht nur erreicht, sondern sogar gewonnen. Und damit wäre man natürlich auch nur unweit der Heimstätte von Lok Bernau dann im Mai zugange. Top 4 der MBBL, der JBL und der WNBL ja in Berlin in diesem Jahr. So mit Jonah. Jonah mit 2 Punkten. Ah, nichts als Netz, der Wurf. Ja, das Tandem aus Rousseau und Jonah funktioniert sehr, sehr gut. Und Jonah generell mit einem hervorragenden Abend bislang. 10 Punkte schon auf seinem Konto. Schön gespielt. Hier verliert der Obanski ein bisschen und der bestraft das direkt. Ja, für Kelvin Litter ist es auch der erste Einsatz seit dem zweiten Spieltag. Da hat er 2 Minuten gegen Izzo gesammelt. Ronnie Rousseau nimmt sich Würfe. Da würde ich als Coach was sagen. Was denkst du dir bitte dabei? Aber wenn du die natürlich so smooth triffst, dann kannst du dir Würfe nehmen. Die können sich andere nicht erlauben. Boah, im Nachgang. Schiris lassen jetzt sehr viel laufen. Ja, da muss Hansi aufpassen, als er den Ref nicht nur verbal, sondern fast körperlich noch erwischt. Und der hohe Blutdruck noch. Hey, kommt alles zusammen. Ach, wird nicht ruhiger in dieser Saison. Ne? Ja, und das ist dann ein Aufreger zu viel für Hansi Gnad. Deshalb kommt die Auszeit diesmal auf Seiten der Giants. Und die 8-Punkte-Führung für Lok Bernau sind zu dem Zeitpunkt schon ein deutliches Statement, die offensichtlich trotz des Fehlens ihres Topscorers einen guten Gameplan haben und den auch erfolgreich bislang durchziehen. Ja, interessant auch zum Beispiel, die Giants mit 27 Punkten insgesamt, 12 davon kommen von der Bank. Hoher Anteil, also auch die Starting 5 tut sich noch ein bisschen schwer. Auf der Gegenseite ist es natürlich, wie angesprochen, vor allem Hakeem Jamal Jonah, der mit seinen 10, jetzt 12 mittlerweile vorne weggeht. Und Ronnie Rousseau mit seinen 10 Punkten macht dann schon deutlich über die Hälfte der offensiven Erfolge aus. Quote spricht auch deutlich für die Gäste aus Bernau, die aus dem Feld zumindest von innerhalb der Dreierlinie bei 67% stehen. Der Dreier von außen, der, gut, den kann man weiter unter ferner liefen verbuchen. Aber mit 12 erfolgreichen Treffern unterm Korb kann man auf jeden Fall auch beim Tabellenführer eine deutsche Führung ausarbeiten. Ja, vor allem die Dreierquote der Giants ist jetzt auch nicht viel besser bei 30%. Das ist ja so die ganze Saison über ein bisschen das Problem, dass sie es nicht schaffen, mal konstant ein Spiel oder 2 Spiele in Serie 45% an Dreiern mindestens zu treffen. Also es ist schon sehr schwierig. Ja, und gleichzeitig nutzt Lok auch sein Inside-Game, um sich unter den Korb und an die Linie zu bringen. Während Q hier den Rebound veredelt. 9 Würfe hat Lok Bernau schon von der Freiwurflinie genommen. 8 davon erfolgreich. Die Giants erst ein einziges Mal an der Linie gewesen. Oh, No-Look-Pass. Toller Pass. Durch die gesamte Defense. Das ist ein absolutes Highlight von Ronnie Rousseau, und Clint Hamann dankt es ihm mit dem erfolgreichen 2-Punkt-Stopper. Ah, den muss Urbanski mitnehmen, den Korb, die 2 Punkte. Ja, die Bank der Giants hätte da gerne einen Foul gehabt. Ich bin da eigentlich eher bei den Refs. Ja, ich auch. Und so falsch können die Schiedsrichter dann ja nicht liegen, wenn wir beide auch auf der Seite der Refs sind. Das wissen natürlich die wenigsten, aber wir beiden haben nie Unrecht. Das hat sich über die Saison so ergeben. Ich war auch überrascht, aber es läuft sportlich zu gut dieses Jahr für uns. Das ist Wahnsinn. Nehmen wir wieder den Ernst der Lage an.
37:29 mit noch 2 Minuten 18 zu gehen. Und Lok Bernau mit dem nächsten Ballbesitz und der Chance, die Führung zweistellig werden zu lassen. Ja. Bayer versucht es jetzt mit so einer 3-2-Zone. Vanitsch Dreier sah richtig gut aus. Und die Leverkusener müssen durchatmen, dass der nicht fällt. Urbanski wird gefoult, klare Sache. Finn Siedel arg reingegriffen. Jetzt sind beide Teams in den Teamfouls. Also das nächste, oder? Nee, Bernau nicht. Ich dachte, Bernau hätte jetzt 4, aber für die Giants ist es jetzt natürlich auch 2 Minuten aufpassen, keine blöden Fouls mehr zu begehen und Bernau nicht immer an die Linie zu schicken. Guter Pass. Ja. Das war ein Playoff-PG-Wurf. Ja. Der hat alles getroffen außer Ring. Bernau bewegt den Ball jetzt deutlich besser. Bindet alle Spieler ein. Ronny Rousseau noch 4 Sekunden, muss den Wurf nehmen, nimmt den Step-Through. Und der Offensiv-Rebound ist trotzdem bei Bernau. Ja, das ist ja das Problem der letzten Wochen so ein bisschen bei Bayer, dass sie zu viele Offensiv-Rebounds zulassen. Muss man dann langsam die Frage stellen, ob da die Spannung nachgelassen hat? Ah, das ist wirklich interessant, mal darüber sich Gedanken zu machen. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber die Defense war halt wirklich das Steckenpferd der Giants. Und das ist im Moment ein großes Problem. Die Defense gerade hat zumindest gepasst. Wurfuhr war abgelaufen, erzwungen schlussendlich durch den Block von CJ Oldham. Ja. Wichtig. Und wieder ist es so eine Situation, wo der ballführende Spieler eine Idee hat, aber gar nicht prüft, ob die überhaupt umsetzbar ist. Dann wirft er den Ball nach vorne und der Verteidiger liest es genau richtig, lässt Oldham auflaufen, Ball ist weg. Und Bernau kann die nächste Auszeit nehmen, mit noch 45 Sekunden zu gehen. Ja, mir gefällt auch die Körpersprache irgendwie nicht. Jetzt kommt der Ball eben zu Oldham. Ich denke, klar, der Ball wäre weg gewesen, aber CJ setzt auch nicht wirklich nach. Er versucht nicht drum, den Ball zu kämpfen und spekuliert eher darauf, dass ein Spieler von Bernau noch dran war. Aber das war er in diesem Falle nicht. Ja, man muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen fehlt den Giants heute das Feuer, das gewisse Etwas und auch dieser unbändige Wille heute, dieses Heimspiel zu ziehen. Es wirkt, dass sage ich jetzt mal ganz knallhart, ein bisschen so, als würde es eigentlich um nichts mehr gehen. Ja, es ist wirklich ein Problem. Es ist lange das Problem gewesen, dass die Giants, glaube ich, schon so als ja, Hauptrundenmeister feststanden, in Anführungsstrichen. Man konnte jetzt gar nicht mehr glauben, dass man verliert. Und jetzt ist es halt passiert und ja, sie lassen sich so ein bisschen hängen. Sie knüpfen an die zweite Halbzeit in Itzehoe nahtlos an. Also das müssen sie wirklich abstellen in Hälfte 2. Da würden sie aber wahrscheinlich die passenden Worte finden, weil bisher hatten wir es ja immer so, schlechte erste Halbzeit, relativ gute zweite Halbzeit in Leverkusen. Am Ende bestätigen sich dann so ein paar alte Weisheiten. Basketball als Spiel der Läufe, dasselbe gilt natürlich für eine gesamte Saison. Ja. Du kannst hier von einer 13-Siege-Serie nichts kaufen, wenn du am Ende dann das große Ganze nicht gewinnst. Das ist richtig, so ist es wirklich. Also am wichtigsten ist es wirklich, wenn du im April deine beste Form abliefern kannst, zeigen kannst. Nächster Offensiv-Rebound von Bernau. Die holen sich Chance um Chance und können die Shotclock komplett runterspielen. Aber Ronny Rousseau hat eine bessere Idee und nimmt sich den Dreier von ganz aus. Nächster Ballgewinn, nächster Dreier, Rousseau! Oh, das wäre eine sehr schöne Sequenz gewesen, wenn der reinfällt. 7 Sekunden noch, Foul gezogen. Und damit darf Marius Stoll dann an die Linie. Nee, doch nicht. Nee. Also das Foul vorhin wurde offensichtlich nicht korrekt eingetragen. Also jetzt sind es 4 Fouls, deswegen also der Einwurf.
hat Hamann dann also die clevere Variante gezogen. 6 Sekunden noch auf der Wurfuhr. Marius Stoll dribbelt sich vor. Der wird den Wurf nehmen müssen. 2 Sekunden noch. Wurf von außen. Nicht gut. Und damit steht der Halbzeitrückstand von 10 Punkten. Oder umgekehrt formuliert, 10 Punkte Vorsprung nimmt Lok Bernau mit in diese Halbzeitpause. Und wir haben 2 taffe Viertel gesehen für die Gastgeber. Ja, es ist für Leverkusen ein sehr, 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 sehr schwieriges Spiel. Sie müssen sich versuchen, in dieses Spiel zu beißen. Für Bernau geht es ja auch noch mehr als um die Playoffs. Sie können mit einem heutigen Sieg und einer Niederlage von Rostock auf 7 springen, haben den direkten Vergleich. Und das zeigen sie. Sie wollen definitiv in die Playoffs. Sie sind bissiger, sie sind griffiger als Bayer. Und es wird jetzt sehr spannend sein, wie Leverkusen aus der Kabine kommt und was Hansi ihnen mitgibt. Ich hoffe, es werden einige klare Worte sein. Ihr könnt natürlich auch mal eure Worte sammeln und euch insgesamt ein bisschen mit dieser Pause anfreunden. Nehmt euch gerne noch mal was Neues zu trinken. Schreibt ein bisschen in den Chat, was ihr von der ersten Halbzeit haltet und was ihr glaubt, wie diese Partie natürlich ausgehen wird. Denn die zweite Hälfte dann gleich weiterhin live bei uns zu sehen, wenn wir wieder zurückkommen in die Ostermann Arena für das Duell zwischen den Giants und Lok Bernau. Ja, auch ein besonderes Spiel. Manni Mache mit seinem Zimmerkollegen Kowalski im Pick, aber Manni nimmt den Dreier und Manni knallt den Dreier rein und macht genau da weiter, wo ein Schwelm gerade aufgehört hat. Marius Stoll hat die Isolation und hat den ersten Dreier des Abends. Und dieses Selbstvertrauen zeichnet Marius Stoll aus. Sein Gegenspieler zurück. Gut gespielt, jetzt muss er den nehmen. Boah, ganz stark, Lennart Ditera. Es war aber sehr gut gespielt, jetzt hat das Ball-Movement gestimmt. Und wenn man ein bisschen Geduld hat, dann kriegt man den Wurf und dann landet er auch im Netz. Der Trail Großkorb für 3. Ja, alle wenigsten, die Giants die 5 wenigsten. Guter Ballgewinn und der Trail schaltet schnell. Der Trail Großkorb vergibt jetzt hier den leichten Zweier. Sören macht es wieder gut. Dass er out of bounds ist. Na, jetzt im Post. Geht raus für 3. Der Ref hat korrigiert. Es sind 2, aber trotzdem starker Pull-up. Ein Einwurf. Oh, der Step-Back. Pass raus auf Lolles. Super gespielt. Das Spiel noch das Beste draus gemacht. Schwerer Wurf, Manni Mach. Aber heute hat er die richtigen Plaketten eingeschaltet. Punkt stehen haben möchtest. Oh, sehr schöner Stil. Wunderbar. Aufgepasst. Und aufgepasst auch auf diese Athletikeinlage von Trey McBride. Also ein 3er O-Tam. Und dann der Tipp in Urbanski. Urbanski. Nächster Pull-up, der springt raus. Und ein One. Und die Mannschaft von Trainer Montag wieder mit 9. Aber Marius Stoll hat eine Antwort von 3.
aber auch ein guter Pass, der natürlich besser verteidigt werden muss, keine Frage. Nächster Dreier, Stoll, nächster Treffer, Marius Stoll. 20 haben, TKS, die ebenfalls 20 haben, dann Iserlohn und Bernau mit 2 Punkten Rückstand. Klasse gespielt. Ball rotiert auf außen, wieder Marius Stoll für 3! Erinnert ein bisschen an das Wollmierstedt-Spiel, wo Marius auch gefühlt alles, was er in die Hände bekommen hat, reingeworfen hat. Von heute für die Giants. Schöner Pass unter den Ring. In die Häuser. Shot Clock ist aus. Letzter Angriff bei den Giants. Marius Stoll übernimmt das. Natürlich für 3. Natürlich ist er ebenfalls drin. Der letzte. Ben McBride gedoppelt, kriegt den Ball aber weg. Und da dribbelt er sich rein und schlägt 2 Punkte nach für den Ausgleich. Vor allem seit Minute Nummer 3 in dieser Partie. Krasse Defense. Und das ist Stil. Trey McBride ist auf und davon. Diesmal geht er kein Risiko ein, aber diesmal ist es ein deutliches Zeichen in Richtung der Gäste, die die Auszeit sofort nehmen. Ja, Björn. Oh, stark gespielt, ja. Stoll für 3. Der Dreier von Marius Stoll ist heute sicherer als die Bank von England. Aber natürlich auch für den 22-Jährigen. Also das ist... Aber wenn Sie Probleme haben, who you gonna call? Marius Stoll. Sich die Fans jetzt hier vor unserem Kommentatorenpult. Moritz Hübner, der hat Platz. Jetzt zieht durch. Und das ist wichtig. Und das ist eine 3-Punkte-Führung für die Bayer Giants Leverkusen. Könnte ein entscheidender Angriff sein. Großkopf raus. Q für 3. Großkopf macht es richtig gut. Er zieht 2 Leute auf sich, indem er der Gäste aus Sachsen-Anhalt. Aber am Ende bleibt die Bilanz der Bayer Giants Leverkusen im Jahre 2024 makellos.
Bauarbeit. So, wir sind zurück in der Ostermann Arena. 90 Sekunden haben wir noch, bis es dann weitergeht. Gibt uns die Gelegenheit, noch mal ganz schnell auf die Stats der ersten Hälfte zu schauen. Und wir haben schon drüber gesprochen. Einerseits natürlich das Thema Wurfquoten. Ja, so ein bisschen durchwachsen. Bei den Giants fällt gefühlt gar nichts. Aus dem Feld sind es zwar innerhalb der Dreierlinie 53%, aber von drei sind es nur 23%. Insgesamt sind wir bei 40, 12 von 30 Treffer. Bei Bernau ist es ein bisschen mehr, aber natürlich auch nicht ideal. 15 von 33 Treffer. Wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, bislang kein Offensivfeuer. Nee, es ist zum Anschauen kein ganz so schönes Spiel. Beide Mannschaften definieren sich jetzt aber auch nicht so wirklich über ihre Verteidigung. Also es ist sehr fehlerbehaftet, viele Fehlwürfe, einige Ballverluste, ein paar blöde Fouls, die dabei waren. Also wie gesagt, ein Spektakel ist das am Samstagabend bisher noch nicht. Ja, und das obwohl Bernau tatsächlich schon 5 Steals zu verzeichnen hat, die aber, so ehrlich muss man auch sein, so ein bisschen damit zu tun haben, dass die Giants auch öfter schnuderig mit dem Ball heute umgegangen sind. Das sieht man auch an der Turnover-Zahl. 11 Stück haben die Giants schon gesammelt. Nach einer Hälfte zweistellige Anzahl an Turnover, das gefällt keinem Coach in der Liga. Nee, nicht wirklich. Und die Führung von 10 Punkten geht auch vollkommen in Ordnung. Bernau hat sich das erarbeitet, hat sich das verdient. Und ja, jetzt müssen die Giants schauen, dass sie besser spielen. Und die Giants müssen direkt mit einer ganz anderen Energie rauskommen, denn auch das zweite Viertel haben sie wieder ohne Punkte abgeschlossen, und zwar 3 Minuten lang, insgesamt 3 Minuten 50 Sekunden, sind die Giants nun schon ohne Punkte, und die letzte und einzige Führung des Spiels, die stammt aus Viertel Nummer 1, als die Giants 2:0 mit dem ersten Korb geführt haben. Also zurück ins Spiel und vielleicht die Hoffnung für Leverkusen, das Ganze heute nochmal umzudrehen. Giants fangen an mit McBride, Stoll, Oldham, Q und Kevin Strangmeier. Der direkt Q unterm Korb freispielt. Oh. Oldham setzt nach. Und da ist die angesprochene Energie. Oldham mit dem Putback Dunk. Sicherlich seine spektakulärste Aktion dieser Saison. Ist ja auch eher so der Typ, der ja alles irgendwie kann, aber nichts richtig überragend, nichts richtig herausragend, so Schweizer Taschenmesserlein. Das Stil gut gelesen von Trey McBride, der den Eurostep und den Layup macht. Und der erste kleine Run wird direkt mit einer Auszeit belohnt. Davide Bottinelli zieht die Auszeit für Lok Bernau. Ja, gute Auszeit von Bernau jetzt. Genau der richtige Schritt. Gar keinen langen Lauf, keinen großen Lauf zulassen. Jetzt nach 4 Punkten sagen, okay, komm, wir machen den Break, nehmen ein bisschen das Tempo raus. Gute Auszeit. Es wurde korrekterweise darauf hingewiesen, danke dafür in den Chat, dass Bernau natürlich auf der zweiten Silbe betont wird. Und ich es erfahrungsgemäß mit dem Thema Namensgebung hatte ich vor 2 Wochen schon so ein bisschen Probleme. Hast du dich immer noch nicht geografisch fortgebildet, Hendrik? Ja, ich
habe mir einfach gedacht, nachdem ich als Leverkusener 20 Jahre lang geplagt wurde von Kommentatoren, die unseren Stadtnamen falsch betonen, dachte ich, gebe ich das mal zurück. Ah, ist die späte Rache jetzt? Ja. Ah, okay. Dieses Jahr hole ich mir alles zurück, was mir angetan wurde. Nein, natürlich werde ich mich darauf besinnen, wie es richtig ist. Lok Bernau weiterhin mit einer 6-Punkte-Führung. Aber direkt mit dem Fingerzeit von Seiten Leverkusen, dass dieses Spiel noch lange nicht gegessen ist. War gut nach vorne getragen. Eigentlich ein guter Angriff. Ja, du hast 2 gegen 1 am Ende in der Überzahl und dann geht es doch ein bisschen zu schnell. Ja, während die Giants mit einem komplett anderen Gesicht aus der Kabine kommen, lassen die Jungs von Lok ihr bisher gutes Gesicht ein bisschen vermissen. Turnover jetzt. Und ihrerseits jetzt schon eine Sequenz von über 1,5 Minuten ohne Punkte. Guter Pass auf Strangmeier, Unterkorb. Es kann so einfach sein. Es ist ein ganz lockerer Durchstecker. Ja, und Kevin bringt auch die Emotionen rein, die auch vielleicht für das Publikum sehr, sehr wertvoll sein können, was den Support angeht. 6:0 Run für die Giants aus der Halbzeit hinaus. Und Hans Hansi hat offensichtlich genau die richtigen Worte gefunden in der Halbzeit. Aber waren jetzt nah an 5 Sekunden der Einbruch von Bernau. Ja, der Ball auf Mampuja, auch nicht die erste Wahl offensichtlich. Jonah wird diesmal gedoppelt, findet den Ausweg auf Rousseau. 5 Sekunden noch auf der Shotclock. Mampuja nimmt sich den schweren Dreier. Und der trifft nicht, aber Rousseau holt sich den Offensiv-Rebound und durchbricht den Lauf der Giants. Also bei aller Liebe, ein Spieler mit 1,75 Meter holt sich jetzt den Offensiv-Rebound. Es wird nicht ausgeboxt. Das ist zu einfach, das darf nicht sein. Ja, jetzt hat Rousseau den Ball nicht durch den Ring gehen lassen und hat den direkt weitergespielt. Ermahnt der Ref folgerichtig den Spieler, beziehungsweise sagt dem Coach, dass es beim nächsten Mal einen Tee geben wird. Zurück aufs Parkett und zurück in den Angriff der Bayer Giants Leverkusen. Da ist Stoll, der Dreier guckt rein. Aber bleibt doch zu Hause. Ja, Stoll jetzt bei 1 von 5, glaube ich. Aus der Distanz. Und der Dank von Jonah, der ist astrein. Wieder ist es das Gespann Rousseau, Jonah. Freigespielt. Den Mann mit der 34, der nun bei 14 Punkten steht. Oh, schöner Pass auf Trey McBride. Und easy der. Jetzt sieht es aus beiden Seiten offensiv deutlich besser aus. Ja, ich wollte es gerade sagen, also es ist wirklich jetzt in der Offensive ideenreicher, kreativer, nicht mehr so viele 1 gegen 1 Aktionen. Macht Spaß jetzt. Wieder den Durchstecker und dann Oldham, der das Foul nimmt. Keine zwei Meinungen. Fällt nicht. Zweiter auch nicht. Und damit macht er einen Haken, gutes Foul. Und die Führung bleibt bei plus 6. Gespielt. Soll für 3. Wieder guckt er rein. Jetzt hat er Pech gehabt. Ja, die letzten beiden sahen richtig gut aus.
Da bildet die Statistik dann auch nicht den Spielverlauf genau wieder für den Guard. Tja, Kollabor von Emilio Banic. Und Bernau bleibt weiter dran, produziert weiter Punkte und ärgert den Tabellenführer gehörig. Na, am Foul da. Aber McBride braucht keine Hilfe und keinen Pfiff, macht es ganz alleine. Die West lassen extrem viel laufen, sehr großzügige Linie, jetzt aber auf beiden Seiten. Und ich finde es okay. Ja. Wenn es auf beiden Seiten so ist, dann wissen alle, was passiert, können sich darauf einstellen. Ja, und gerade in Bezug auf die Playoffs wird sich natürlich auch das körperliche Spiel ein bisschen verändern. Also vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man sich darauf schon mal einstellen kann. Nächster Offensiv-Rebound von Bernau. Und der Steal von Trey McBride. Der hat das 1 gegen 1 gegen Rousseau und nimmt Strangmeier mit. Kevin vielleicht am Korb bleiben können sogar. Stoll nimmt den Doppelpick. So mit viel Kontakt jetzt und dann kommt der Foulpfiff doch. Also vom ganzen Auftreten, vom Verhalten und auch von der Saison, der die Trey McBride spielt, für die Giants ist es natürlich ein absoluter Glücksfall. Aber das ist ein Spieler, der gehört nicht in diese Liga. Ich glaube, wir können da wirklich sagen, dass das ein Pro-A-Spieler ist mit einem Level, mit einem Potenzial zu mehr. Definitiv. Dann ist es der Turnover nach einem schlechten Pass, aber der Steal nach der guten Defensivaktion und der Behind-the-Back-Pass und das End-One von CJ Holden. Ja, erst die Interception und dann geht es ganz schnell nach vorne. Absolute Highlight-Szene dieses Abends bislang von den Giants. Ah, die Giants-Dancers waren hochmotiviert an diesem Abend. Ganz kurzes Kommunikationsproblem. Ja, die Rotation wird auch klein auf einmal, also von der Anzahl an Spielern. Hansi wechselt jetzt nicht mehr in großen Mengen, sondern er versucht wirklich, ja, Erfahrung auf dem Feld zu lassen. Die routinierten Jungs, vor dem Spiel dachten viele, Lennart Litera oder auch Kalinita werden einige Minuten mehr abreißen. Aber Hansi geht wirklich auf Sieg. Er will heute hier unbedingt gewinnen. End One vergeben. Ärgerlich. Da hätte CJ Oldham seine gute Aktion krönen können. Dann ist es ein leichter Pass und ein leichter Layup. Der 2-Punkte-Wurf von Meo Martin. Ja. Das sieht dann jetzt auch direkt in seinem ersten Foul. Ja, es ist tatsächlich interessant, so wie du sagst, dass man jetzt deutlich kleiner agiert, aber es funktioniert defensiv auch, weil gerade Akeem Jamal Jonah dann meistens gedoppelt wird, wenn er unterm Korb steht und er dann aus der Halbzeit auspassen muss. Jetzt hat er mal das Mismatch. Wird wieder sofort gedoppelt. Rousseau für 3. Nein, also diese Geschichte mit den Offensiv-Rebounds. Die haben die Giants in den letzten 3-4 Wochen nicht abgestellt und das kann ihnen wirklich noch wehtun in jüngerer Zukunft. Das ist der 9. Offensiv-Rebound an diesem Abend. Okay, jetzt straft Hansi mich lügen und er wechselt noch einmal fast komplett durch. Jetzt ist, glaube ich, nur noch Trey und Marius auf dem Feld, die am Anfang des Viertels gespielt haben. Genau, aktuell neben Jonathan Rousseau noch gesprochen mit Martin sowie Philipp Schwarz und Elias Bahn auf dem Parkett.
jetzt im Einsatz auch kurz einmal. Der Wischer. Und dann kann es frisch poliert weitergehen. Oh, schwieriger Wurf und guter Tipp von Trey McBride, der zum Korb zieht und gefoult wird. Ich sehe, dass Kiontek neben mir schon wilde Anzeichen machen. Ist das für dich ein unsportliches? Müsste ich mir doch mal ansehen. Auf den ersten Blick sah es so aus. Aber Trey wollte, glaube ich, auch maximales Risiko da. Ja, ich glaube, ist okay. Refs haben sich auch schnell festgelegt. Ja. Gibt einfach nur die Freiwürfe. Der erste ist gut. Der zweite passt. 4-Punkte-Führung jetzt nur noch für Bernau. Nächster Pass raus. Dreier fällt nicht. Und dann das Foul gegen Jos Stamm. Dafür, dass die Linie sonst sehr großzügig war bisher in diesem Viertel, ist das ein, nennen wir es mal, interessanter Call. Ja, ich würde es auch sagen, nominell ist es für mich schon faul. Die Hände sind deutlich am Rücken. Aber natürlich auch verständlich, dass es dann erstmal für Irritationen sorgt. Nächster Foulpfiff. Diesmal geht's an die Linie. Aber ich glaube, das geht in Ordnung. Marius hat gar keine Anstalten gemacht, zu sagen, das wäre nur ein Block gewesen und hat auch nicht gegen den Foulpfiff protestiert. Beide Teams schon im Bonus für die letzten 4 Minuten in diesem Viertel. Und wieder ein Backstein von der Freiwurflinie. Geht dann langsam auch die Freiwurfquote ein bisschen runter. Und das ist der erste erfolgreiche Freiwurf in diesem Viertel für Lok Bernau. Die Giants sind zwar dran, schaffen es aber noch nicht so wirklich, die Partie zu kippen, die Wende herbeizuführen. Vielleicht mal wieder ein Dreier fallen. Ja. Das Momentum auch so ein bisschen rüber zu ziehen. Gut verteidigt, Trey McBride. Schwerer Wurf! Aber den macht er mit einer Pirouette. Und die Halle ist wieder voll da. Das Schrittfehler. Ist der Schrittfehler. Also der Fuß ist ein bisschen nachgezogen, aber ich verstehe Philipp Schwarz auch. Und Hansi Knapp wechselt und nimmt Trey McBride jetzt erstmal runter. Das ist für mich tatsächlich ein bisschen interessant, weil Trey gerade so ein bisschen heiß gelaufen war. Ja, Trey hat das Heft in die Hand genommen im Angriff und wie du gesagt hast, er ist heiß gelaufen. Es kommt für 3. Nicht gut. Offensiv Rebound Damen. Marius Stoll nimmt Hübner mit. Hübner nimmt die 2 Punkte mit. Kontakt war da, aber Refs lassen es laufen. Passen zu ihrer bisherigen Linie. Und die Führung beträgt nur noch 1 Punkt. Dreier. Bernau. Zu kurz. Offensiv Rebound. Und der ist schwer von Banic, aber der ist auch gut. Also Second Chance Points, das würde mich mal interessieren, was Bernau da rausgeholt hat. Okay. Es wirkte nämlich irgendwie mehr. Es sind tatsächlich 8, aber
Bei den Giants sind es ebenfalls schon 8. Auch die Giants haben einige offensive Rebounds gesammelt. Und Urbanski sammelt 3 Punkte von außen mit diesem unfassbar cleanen Wurf. Aber stand auf der Linie. Da hat sich der Trip fast gar nicht gelohnt. Nein, das ist natürlich übertrieben. Jetzt ist die Halle endlich da. Oh, aber Emilio Banic ist auch da. Guter Wurf. Und auch er steht jetzt bei 10 Punkten. Stoll in den Drive, wird gefoult. 2 Stück für Leverkusen, die jetzt in unmittelbarer Schlagdistanz bleiben. Und jetzt haben wir ein richtiges Basketballspiel hier. Die Energie auf dem Court ist da, die Energie in der Arena ist da. Der Abstand beträgt 4 Punkte. Die Ostermann Arena heute gefüllt mit 1418 Zuschauenden, die diese Hauptrunde gebührend feiern wollen. Dafür braucht es aber noch einen Heimsieg. Und dafür braucht es die erste Führung der Giants seit Beginn der Partie. Marius macht sich zumindest mal an, das One-Score-Game zu erreichen. Auch wenn der zweite Freiwurf nicht sitzt. Leichte Punkte von Banic da, der jetzt so ein bisschen der Go-To-Guy in diesem Viertel ist. Damit für 3. Zu kurz. Schwerer Transition-Moment, aber gut abgeschlossen. Philipp Schwarz macht's gut, legt sich Stoll auf den Rücken und die Führung für Bernau liegt plötzlich wieder bei plus 7. Die Giants müssen jetzt antworten. Stoll, viel Kontakt und der erfolgreiche Layer und damit das End-One. Deutlich besseres Viertel der Giants, allein vom ganzen Auftreten her, auch wenn es jetzt 5 beziehungsweise 4 Punkte sein könnten, was der Abstand zu Bernau betrifft, aber das macht Mut fürs letzte Viertel. Freiwurf sitzt nicht, aber der Offensive Rebound ist bei den Giants. Shot Clock und Spieluhr 6 Sekunden auseinander. Guter Pass auf Hübner, der gibt ihn raus, der Wurf muss jetzt kommen, rauskommen! Letzter Wurf, der kommt sogar, aber der geht vorbei. Und so endet ein deutlich aufregenderes Viertel mit 52 zu 57. Und damit bleiben uns noch 10 Minuten, um zu klären, wer diese letzte Hauptrundenpartie mit nach Hause nimmt. Ich fand den letzten Angriff jetzt von den Giants, der war mit der Beste, was das Ballmovement betrifft. Man hat den Ball weitergegeben, bis wirklich der freie Wurf da war. An sich kann der Trail ja den Dreier. Der Wurf war auch nicht schlecht, aber verfehlt am Ende doch deutlich das Ziel. Aber das war wirklich eine gute Sequenz jetzt. Das von dir angesprochene deutlich beste Viertel schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Die Giants gewinnen Viertel Nummer 3 mit 23 zu 18. Das einzige Viertel bisher der Leverkusener mit mehr als 20 Punkten. Ja, da müssen sie jetzt dran anknüpfen, dass sie nochmal Viertel mit 23 bis 25 Punkten aufs Feld legen und den Gegner besser kontrollieren. Das haben sie jetzt mit Rousseau und Jonah geschafft. Aber mit Banic ist jetzt auf einmal ein neuer Spieler aufgetreten, der in der Offensive gute Entscheidungen trifft. Ja, der dann auch das wirkliche Wurfglück hat, denn Bernau bleibt so ein bisschen seiner Philosophie treu, dass Spieler auch gerne einzeln kreieren können. 9 Assists hat man heute gesammelt.
Assists von Lok ja das Team mit den 5 wenigsten Assists, also ein Team, das sehr viel auch einzeln scored, Einzelleistungen zulässt. Das ist natürlich bei einem so jungen Team mit Entwicklungscharakter auch ein bisschen dazugehört. Interessant dagegen, dass die Giants in diesem dritten Viertel keinen einzigen Dreier getroffen haben. Bei 1418 Zuschauern und es geht wieder richtig Gas. Und ich glaube, das könnte so ein bisschen der springende Punkt sein. Wenn der Distanzwurf noch fällt, dann wird man die Partie vielleicht kippen können. Wenn nicht, dann muss man defensiv völlig aufpassen. Da muss man sich noch etwas besser bewegen. Ja, Kontrolle des Offensiv-Rebounds, das ist ein ganz großes Thema. Dann musst du auch keine Dreier treffen, wenn du die Zweier triffst, aber wenn du den Offensiv-Rebound permanent zulässt und Bernau sich dadurch Second Chance Points erarbeitet, dann wird es ganz, ganz schwierig. Rein also in den letzten Abschnitt. Das war ein Schritt, eine Bewegung zu viel. Und war natürlich auch schwer für Latrell als großer Spieler, der nicht so wendig ist wie Russo mit seinen 1,75 Meter, ihn in der Verteidigung zu halten. Und jetzt der Fehlpass von Lolles. Und hier geht Russo gut nach. Und auch hier wieder, da darf der Tipp in nicht kommen. Das darf nicht passieren, dass er da den Offensiv-Rebound holt und dann scoret. Erst der Fehler im Aufbau, dann ist es der Fehler im Rebounding und dann ist es eben auch noch ein viel zu leichter Punkt und genau das, was wir bemängelt haben in der ersten Hälfte, scheint wieder aufzutreten. McBride macht es sich schwer und kann das nicht veredeln. Jetzt müssen die Jungs zurück und es ist zu langsam in der Rückwärtsbewegung. Toll und gespielt. Es ist ein richtig guter Transition-Angriff und plötzlich führt Bernau mit 9 Punkten wieder und im Prinzip ist dieses ganze gute dritte Viertel wieder dahin. Richtig, du belohnst dich nicht nur aus Sicht von Lok Bernau für diesen guten Angriff mit 2 Punkten, sondern ziehst auch noch das Foul. 3-Punkt-Spiel, klasse gemacht. Leo Martin mit seinen Punkten 6 und 7 und jetzt der Gelegenheit, den 8 folgen zu lassen. Macht er nicht. Freiwürfe wollen nicht ganz so hochprozentig fallen bei ihm. Die Giants suchen nach Lösung. Schwieriges Anspiel. Den musste Q erstmal runterpflücken, verarbeiten. Aber 2 Stück für Q jetzt an der Linie. Der erste ist gut. Und auch der zweite passt. Spieler, die für die Giants bislang gespielt haben, noch ohne Punkte. Das sind Latrell Großkopf und Leonard Litera. Ansonsten alle Giants schon auf dem Scoring-Zettel. Das ist zu einfach für Jonah, der keine Mühe hat zu scoren. Das kannst du dir ausklippen, das kannst du jedem Center als Lehrbuchvideo nehmen. Footwork führt zum Erfolg. Und von außen bleibt Leverkusen weiter eiskalt. Das war, glaube ich, Knie an Knie.
Foul geht gegen Kevin. Ja, bisher ein gebrauchter Arm für Latrell, statistisch gesehen. Er findet nicht so richtig ins Spiel, hat auch nicht so richtig Wurfgelegenheiten gefunden. Ja, so ist es. Alle drei Würfe, die er genommen hat, kamen von der Dreierlinie. Leo Martin, guter Drive! Und wieder mit Foul! Wieder ist es Meo Martin! Und wieder ist es ein and one! Bo Hübner dreht sich weg, muss eigentlich die Halbzeit spielen in diesem Fall und den Spieler übernehmen, den Gegenspieler. Jetzt siehst du auch so ein bisschen auf der Bank, dass sich der Frust langsam bahnbricht. Großkopf will da noch ein bisschen diskutieren. Urbanski zieht ihn ein bisschen zurück auf die Bank. Die Giants sollten sich wieder mehr auf Basketball konzentrieren. Hübner zurück auf die Bank. Marius Stoll wieder auf dem Parkett. Also auch hier wird es nochmal ein bisschen kleiner. Aber Bernau spielt genau mit der Intensität, wie du so ein Duell angehen musst. Und lässt sich bislang absolut nicht davon beeindrucken, dass zwei der wichtigsten Spieler im Team von Davide Bottinelli fehlen. Schnuppert hier mehr als ein kleines bisschen am Auswärtssieg. Ja, sie müssen auch unbedingt gewinnen. Die Sixers führen mit 9 Punkten in Wolmirstedt. Stahnsdorf ist nur mit 8 Punkten zurück gegen Berlin Braves. Und Rostock liegt mit 3 Punkten nur noch gegen Schwelm zurück. Also da ist noch wirklich alles drin für Bernau, was die Platzierung angeht. Der gute alte Trick. Ja, da war aber Emilio Vanic ein bisschen zu ambitioniert. Hat er die Linie zu früh überschritten, muss jetzt von seinem Teamkollegen mitgenommen werden, sonst kriegt er dafür vielleicht noch einen Tee hinterher geschmissen. Wobei man sagen muss, dass die Refs heute absolut kein Problem mit Diskussionen haben. Lassen sich viel sagen von den Spielern und auch den Offiziellen. Souveräne Schiedsrichterleistung bislang, finde ich, sollte man auch definitiv loben. Jetzt sind es noch 7 Minuten und Bernau führt mittlerweile mit 12 Punkten. Was glaubst du, ist noch drin für die Giants und was muss vor allem passieren, dass man hier vielleicht doch noch den Sieg mitnimmt? Ja, wichtig wäre jetzt ein One. Dass irgendwie die Giants es vielleicht auch mal schaffen, ein, zwei Aktionen zu kreieren, die die Zuschauer mitnimmt, die die Mannschaft mitnimmt, das Emotionale, das fehlt noch so ein bisschen. Eigentlich unnötig. Sie haben ein gutes drittes Viertel gespielt und haben jetzt arge Schwierigkeiten. Also im Moment sieht es nicht nach einem Sieg für Leverkusen aus. Und für 3. Richtiger Distanzwurf. Stand aber, glaube ich, auf der Linie. Ja. Trotzdem gut, auch für CJ selbst, den Wurf zu treffen. Genau, für sein Selbstvertrauen ganz wichtiger Schuss. Und dann der Fehlwurf. Jonah, einer seiner seltenen an diesem Abend. Aber auch hier wieder viel Glück, super viel Platz für Jonah, der den Wurf nehmen kann. Ja. Die Defense ist nicht auf der Höhe, meiner Meinung nach. Ja,
sein. Nimmt McBride mit, der muss werfen. Letzte Sekunde. Und der ist zu kurz. 6 Minuten noch. Wieder der angetäuschte Pick, der freie Wurf. Und wieder ein Offensiv-Rebound, wieder ein Tipp-In. Und da fliegt dann auch der Stift von Hansi Gnad durch die Gegend. Aber guter Reflex von Lennart Ditera, der den Stift mit der linken Hand fängt. Ja, nee, das ist im Moment keine gute Phase. Auch jetzt im Hinblick auf die Playoffs ist das schwierig für die Giants. Aber wenn wir jetzt mal dann wieder diesen Blick über den Zellerrand hinauswerfen, was gerade die Partien, die direkten Einfluss auf Bernau haben, angesprochen. Köln führt aktuell mit 10 Punkten, würde damit nach jetzigem Stand vorbeiziehen. Ja. Aber was ja noch vielleicht ein bisschen gewichtiger sein könnte als diese Platzierung wäre, dass man dann die Hauptrunde tatsächlich mit 2 Niederlagen im Stück ausschließt. Und dieses richtig gute Gefühl, das sich aufgebaut hat, irgendwie ein bisschen zerschießt. Ja, wir hatten ja in den letzten Wochen immer mal wieder den Eindruck, beziehungsweise Hansi hat es auch oft in der Presse gesagt, dass die Leistung nicht so stimmt, dass es defensiv im Moment nicht so läuft, wie es laufen sollte. Und diese defensive Identität, die fehlt aktuell. Es fehlt an Einsatz, an Kampf. Und ja, da muss Bayer ganz schnell wieder hinkommen. Hansi hat jetzt nicht mal mehr eine Woche Zeit, die Mannschaft auf die Playoffs vorzubereiten. Klar, das läuft über die ganze Saison, die Vorbereitung. Aber wirklich nochmal explizit Dinge anzugehen. Mal schauen, noch sind ja 5,5 Minuten zu spielen. Es gab in dieser Saison schon größere Comebacks von den Giants, also auch ein 12-Punkte-Rückstand ist nicht uneinholbar, aber ein bisschen fehlt so die Körpersprache dafür. Viele Pässe, wenig Platz, tiefer Dreier Marius Stoll und der trifft gar nichts. Das ist Strangmeiers Glück, aber auch er kann keine Punkte nachlegen. Bernau wirklich diesen Auswärtssieg mit Foul gegen Q. 2 Freiwürfe schon für Bernau. Ja, und jetzt 5 Minuten lang im Bonus zu sein. Puh, auch mehr als da. Fouls tatsächlich heute auch ein bisschen ein Problem, muss man ehrlich sagen. Strangmeier hat 4. Aber du hast schon eben angesprochen, auch die Bank. Die Spieler, die glauben irgendwie gar nicht mehr daran, dass sie noch für die große Wende sorgen können. Es wird viel diskutiert mit Waves untereinander über Entscheidungen. Es wirkt so ein bisschen wie die Phase, in der man mehrere Heimspiele hintereinander verloren hat. Ja. Im Herbst des vergangenen Jahres. Wo man auch das Gefühl hatte, dass so ein bisschen an Körpersprache, Einstellung und Ehrgeiz mangelt. Heute ist es ein gebrauchter Tag für den noch Tabellenführer. Uja kann sich befreien und dann ist es das letzte Foul von Kevin Strangmeier, glaube ich. Ja. Und da jetzt endet Kevins Abend unrühmlich knapp 5 Minuten vor Schluss. Ja, du siehst mich auch so ein bisschen sprachlos gerade. Ich weiß noch nicht so genau, was ich mit diesem Spiel und auch den letzten Minuten anfangen kann. Die Phase nach der Pause, die war richtig gut. Da kam man mit Energie raus, mit guten Spielzügen, mit der angesprochenen Körpersprache. Und seit Bernau zum Start ins vierte Viertel mit einem 4-0-Run begonnen hat, scheint sich die Mannschaft von Hansi Gnad irgendwie nicht mehr erholen zu können.
Ja, ganz komisch. Und das eigentlich, dass du hier mit dem Selbstvertrauen als Tabellenführer ins Spiel gehen kannst. Ich sehe da auch im Moment, also es ist auch für mich schwierig zu sagen, woran das liegen könnte, was los ist. Diese Phase kommt jetzt genau zum falschen Zeitpunkt, nämlich genau vor den Playoffs. Vielleicht findet Marius Scholl nochmal sein heißes Händchen und kann hier was anzünden. Irgendeiner muss es auf jeden Fall. Pass unter den Korb, Urbanski wird gut zugestellt. Pass Fake von Hübner, der Floater. Es fällt aber auch im Moment nichts für Leverkusen. Es sind schon immer wieder Spielzüge dabei, die eigentlich gut sind. Aber das orangene Leder will einfach nicht durch die Häuser fallen. Muss so. Mit Jonah. Manic. Ja. Paul Hübner. Also da braucht Hansi und auch Moritz Hübner nicht diskutieren. Für mich ist das von hier oben klarer Foulpfiff. Und Hansi muss aufpassen, dass er kein Tee bekommt. Die Giants jetzt schon fast 3 Minuten wieder ohne Punkte. Du hast angesprochen, es kommt genau zur falschen Zeit. Wo man dann letzte Woche noch so ein bisschen gesagt hat, ja, vielleicht ist der Dämpfer ganz gut, wäre es dann heute einer zu viel. Ja, so ist es. Dann kann man es gut zusammenfassen. Vanic trifft seine Freiwürfe. Hat noch ein paar Worte für Moritz Hübner übrig, der ihm da mal kurz die Schulter gezeigt hat. Was für ein Stoll, Kickout auf Oldham. Dreier Urbanski. Und das ist schon Backstein, das ist ein ganzes Haus. Es wirkt ein wenig, als würde es heute Abend dahin gehen. Für die Bayer Giants Leverkusen. Ja, das ganze Auftreten, auch das Drumherum jetzt von der Atmosphäre in der Halle hat schon Testspielform oder Testspielformat. Das ist nicht gut. Und zum Eindrucken da die Leistung der Gäste von Lok Bernau, die hier eine richtig gute Partie gemacht haben. Richtig, das soll die Leistung von Bernau gar nicht schmälern. Die sind hier von Anfang an kämpferisch aufgetreten. Guter Stil, schlechter Wurf, Marius Scholl. Doch, das haben wir häufiger heute gesehen, dass man eigentlich mit einer ganz guten Aktion den Ball erobert und dann eine falsche Entscheidung trifft. Diesen Midrange-Wurf irgendwo auf dem Feld, den musst du eigentlich nicht nehmen. Und genau jetzt fällt dann auch der Dreier von Jakob Mapuja. Und das könnte schon ein bisschen der Decker gewesen sein an diesem Samstagabend. Ja, jetzt ist die Frage, spielst du weiter, versuchst das Ding irgendwie zu drehen oder du sagst, okay, ich hole meine Leute, die vielleicht ein bisschen wichtiger sind, auch wenn das jetzt böse klingt, rauszuholen, keine Verletzungen mehr zu riskieren und den anderen Spielern ein paar Minuten zu geben. Aber ja, ein gebrauchter Abend, all in all. Ich sehe sehr viele schüttelnde Köpfe im Huddle, sehr viel Unzufriedenheit auch über eigene Leistungen. Da wird es nächste Woche ordentlich Analyse nötig sein, wenn man dann weiß, gegen wen es in den Playoffs gehen wird. Ganz anders natürlich bei Lok Bernau, die sich dann wirklich auf die Schulter klopfen können, alles richtig gemacht haben, dieses Spiel so angenommen haben, wie es sich gehört, mit Respekt, aber ohne Angst. Und hier den Playoff-Einzug aller Wahrscheinlichkeit nach festsuchen werden. Ja, Bernau würde mit einem Sieg 6 aus den letzten 10 geholt haben, was schon eine solide Quote ist für ein Team, das über einen ganz langen Zeitraum im Tabellenkeller festhing, ein paar Moves gemacht hat, den Importspieler ausgewechselt, den EU-Spieler
Spieler ausgewechselt. Dann kam mit Jakob Mambuja noch ein deutscher Spieler in den Kader. Und das hat sich jetzt inzwischen alles eingespielt. Und das wird eine sehr gefährliche Mannschaft werden, alleine mit den Doppellizenzern, die fehlen. Du hattest es ja angesprochen. Das ist wie bei Bayern, der Fall für Bernau, dass sie noch ein paar Jungs in der Hinterhand haben. Schwerer Wurf für Großkopf. Und passt zu seinem Abend. Fällt auch ehrlich rein. Finn Siedl auch mal wieder auf dem Parkett für die Jungs von Lok. Barnic nimmt sich die Isolation. Siedl verweigert, Arm im Gesicht, aber kein Foul. Und Barnic macht den trotzdem. Und durchsichtige Szene da an der Bürde und dann ein absoluter Airball sogar. Die Giants pressen nochmal. Bernau befreit sich aber. Oh, schöner No-Look. Und jetzt zaubern die Jungs von Bernau. Und die Giants lassen sich ein bisschen vorführen. Und das ist sehr, sehr ärgerlich nach einer ganz, ganz starken Saison trotz allem. Und einer sehr, sehr guten zweiten Saisonhälfte, wo man seine Favoritenrolle eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Heute wirkt das dann doch jetzt gerade zum Ende der Partie sehr, sehr blutleer. Ja, und man lässt sich so ein wenig abschlachten. Das ist gar nicht gut, alleine für die Moral. Da sollte Hansi jetzt schleunigst für sorgen, dass die Jungs die Köpfe nicht hängen lassen und in den letzten anderthalb Minuten nochmal Vollgas geben. Lok jetzt schon wieder mit einem 7-0 Run. Das ist schon der 4-0 Run in diesem Viertel. Also nicht nur, dass Bernau die ganze Partie über in Führung war quasi. Nein, im vierten Viertel haben sie richtig den Deckel drauf gemacht und werden hier hochverdient diesen Auswärtssieg mitnehmen. Ja, wir hatten in der Halbzeit beide drüber gesprochen, wie schwer vielleicht auch der Ausfall von Manni Brach und Marco Boksic ist. Marco ja ein Vierer, der von außen werfen kann. Manni, der ja, auch gute Tage hat, wo er 20 Punkte machen kann. Es war heute kein leichter Tag für die Jungs, das zu kompensieren. Etwas enttäuscht, aber trotzdem mit Respekt erhebt sich die Ostermann Arena nochmal für die Bayer Giants und die letzten jetzt anderthalb Minuten. Du hast angesprochen, nimmt man jetzt nochmal die Chance wahr, anderen die Minuten zu geben. Genau das macht Hansi Gnad, Lenny Litera, Kellen Nitter und Jonas Gottschalk wieder auf dem Parkett, genauso wie Joshua Dahm. Und das zeigt dann auch, dass hier so ein bisschen die Luft raus ist. Guter Pass auf Kellen Nitter, der nimmt nochmal Litera mit. Dahm für drei. Holt sich nochmal ein bisschen Selbstvertrauen. Und dann geht die Partie mit den letzten beiden Ballbesitzen zu Ende. Barnic nochmal für drei. Der ist nicht gut. Ah, wird tatsächlich noch zwei Angriffe geben. Kaum sage ich es, ist der Ball schon wieder weg. Und damit ist dann auch die Wurfuhr aus. Und ich gehe davon aus, dass Barnic dann austribbeln wird. Und den Sieg von Lok Bernau amtlich macht. Das Academy-Programm von Alba Berlin, der Kooperationspartner, macht ein richtig, richtig gutes Spiel, holt sich den Sieg und holt sich damit den Playoff-Platz. Und auf der anderen Seite verlieren die Giants das zweite Spiel in Folge und damit auch aller Voraussicht nach die Tabellenführung. Und jetzt heißt es Aufbauarbeit, durchatmen, abschütteln und dann voller Fokus auf die Playoffs. Ja,
Genau, wir fangen wieder bei Null an, es ist nichts passiert. Du hast mindestens in zwei Serien, wenn du so weit kommst, Heimrecht, was auch schon mal eine gute Sache ist, was wir wahrscheinlich alle nicht gedacht haben, Mitte, Ende Oktober, als es sehr, sehr schlecht für die Giants aussah. Und ja, jetzt an den positiven Dingen wieder aufwachen, wie du es gesagt hast, einfach weitermachen. Ja, du hast es angesprochen, wir hätten das zu einer bestimmten Phase der Saison gar nicht gedacht. Jetzt steht man natürlich noch unter dem Eindruck der 13 Siege, die man zwischendurch hatte. Muss man dann eher hervorheben, dass man trotzdem jetzt die Playoffs so früh sicher hatte und dass man so weit oben steht? Oder ist es doch eigentlich eher enttäuschend, dass man die Tabellenführung jetzt doch wahrscheinlich abgegeben hat? Ja, doch schon. Also wenn du die Chance hast, den Hauptrundentitel zu holen, auch wenn du dafür jetzt dir nichts in die Vitrine stellen kannst, nimmst du das als Zusatzmotivation gerne mit. Und wie gesagt, du hättest in allen Serien das Heimrecht gehabt. Das tut schon weh. Trotzdem gibt es Applaus natürlich für die Bayer Giants, die eine tolle reguläre Saison gezeigt haben. Und diese Hauptrunde wird die heutige Niederlage dann beschließen. Damit müssen wir dann auch einen Haken einfach dahinter machen und sagen, es gibt andere Aufgaben und es gibt noch andere Ziele in dieser Saison. Und darauf wird sich jetzt fokussiert werden, wenn es dann nächste Woche heißt Playoffs, Baby. Was würdest du sagen, wenn du jetzt drei Kernpunkte nennen müsstest, auf die es in der ersten Playoff-Serie direkt ankommt, unabhängig davon, wer der Gegner ist? Wie würdest du die beziffern? Kontrolle-Offensiv-Rebound und Kontrolle-Offensiv-Rebound. Und vielleicht noch, ja, die eigene Dreierquote ist ein Problem. Da hatten wir die ganze Saison immer mal wieder drüber gesprochen, das fehlt noch. Aber vor allem das Rebounding, das kannst du nicht lernen. Du musst den Ball wollen, die Jungs müssen kämpfen und müssen alles geben. Ich bin absolut überzeugt davon, dass das passieren wird. Die Jungs haben gezeigt, was für Potenzial die haben. Hansi hat gezeigt, dass er die Mannschaft richtig anzupacken weiß. Nächste Woche werden wir mit Sicherheit ein anderes Gesicht wieder sehen. Davon ihr werdet leider die gleichen Gesichter sehen, weil wir dann wieder nämlich hier sind. Die Giants fangen natürlich mit einem Heimspiel an. Hier in der Ostermann Arena am Samstag, den 13. April, geht es hier um 19.30 Uhr los mit Game Nummer 1. Game 2 folgt dann in der Woche darauf. Und falls es ein drittes Spiel geben müsste, wäre das dann am 21. April. Hoffe ich jetzt nicht drauf. Also ich nehme auch in Kauf, dass ich einmal weniger vor die Kamera trete. Das ist völlig in Ordnung, da bin ich nicht eitel. Das ist schon mal gut, das nehme ich mit. Trotzdem hat es mir wieder mal großen Spaß gemacht mit dir. Mir hat es auch großen Spaß gemacht und ja, du hast alles richtig angesprochen. Ich bin auch positiv gestimmt, dass es in den Playoffs besser laufen wird. Und darf mich dann auch noch mal ganz herzlich bei allen bedanken, die eingeschaltet haben und bei allen, die natürlich hier in der Halle und rund um den Verein überhaupt möglich machen, dass wir hier jede Woche live streamen können, beziehungsweise alle zwei Wochen. Ganz, ganz vielen Dank auch an Noah immer in der Regie, ganz viel Arbeit da reinsteckt. Ganz lieben Dank an unsere Kamerajungs, die aus dem Verein kommen, die das alle ehrenamtlich machen. Ganz, ganz lieben Dank an alle Leute, die hier in der Halle ehrenamtlich arbeiten und möglich machen, dass wir hier so viel tollen Basketball sehen können. Das ist nicht selbstverständlich, das wissen wir alle sehr zu schätzen. Und da sind wir sehr stolz drauf, dass ihr Teil der Giants-Familie seid. Und dass ihr mit uns in die Playoffs geht, da freue ich mich sehr drauf. Nächste Woche geht's los, 19.30 Uhr. 13. April und dann hoffe ich, euch wieder begrüßen zu dürfen, wenn es heißt Bayer Giants Leverkusen live auf YouTube. Bis dann. Bis dahin. Ciao.